Hallo Lieben, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Archicad-Logo von eurer PDF schnell und einfach entfernen könnt. Ich möchte euch dabei drei Methoden zeigen, anhand zwei Programmen. Dem einen oder anderen ist es bestimmt schon aufgefallen, sobald ihr ein Arbeitsblatt oder Layout schön gestaltet, wird hier eigentlich nichts angezeigt, aber sobald ihr es als PDF exportiert, erscheint oben rechts das Archicad-Logo. Ich habe jetzt einfach mal solche Farbflächen angelegt, als PDF abgespeichert und öffne die PDF nun im Acrobat Reader. So, jetzt sehen wir hier oben rechts das Archicad-Logo, das ist eben bei der Studentenversion enthalten. Ich zoome rein. Und zwar habe ich den Adobe Acrobat Pro DC und da bietet es sich hervorragend an, PDFs zu bearbeiten. Hier findet ihr die Option PDF bearbeiten. Da drückt ihr drauf und nun könnt ihr mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um den Text ziehen, geht auf Bearbeiten und entweder ausschneiden oder löschen. So, schließen, rauszoomen und ihr seht, wir haben das Logo entfernt. Jetzt könnt ihr es einfach abspeichern und fertig ist das Ganze. Nun zur Methode 2. Ich habe Photoshop geöffnet und wie immer seht ihr natürlich einen transparenten Hintergrund. Das heißt, ich fülle erstmal wieder eine weiße Farbfläche hinein, gehe hier drauf, weiße Farbfläche und ziehe die Ebene runter. Hier erscheint jetzt das Logo. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich hingehen und einfach mit dem Rahmenwerkzeug zuschneiden. Aber ihr dürft nicht vergessen, dadurch verändert sich eure Blattgröße und der Maßstab könnte verändert werden. Wie gehen wir nun vor? Es gibt zwei Optionen. Wenn ihr eure PDF schon bearbeitet habt, könnt ihr zum Schluss eine oberste Ebene anlegen. Nehmt dann die Farbe eurer Fläche an oder eures Dokuments. Klickt auf OK. Nehmt den Pinsel und geht einfach drüber. Speichert eure PDF ab und fertig. Nun kommen wir zur dritten Methode. Nachdem ich meine PDF bearbeitet habe, erstelle ich eine neue Ebene und schaue, dass sie ganz oben liegt. Photoshop hat einen Pinsel, der sich Bereichsreparaturpinsel nennt und wie ein Pflaster ausschaut mit solchen Punkten. Ihr findet ihn hier. Ich klicke nun drauf und schaue, dass mein Pinsel groß genug ist, um die Schrift zu überdecken. Nun gehe ich mit gedrückter linker Maustaste über den ganzen Schriftzug und lasse los. Ihr seht, der Pinsel hat einfach die Umgebung aufgenommen und das Archicad-Symbol überschrieben. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch gut. Bleibt gesund! Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!